Ich glaube, das sollten wir besser kleinschneiden. Isst sie auch noch was anderes oder nur den Käse und die Cracker? Sie hat gerade ihre Mäkelphase. Es wird sie nicht umbringen. Du bist ihre Mutter. Ich weiß nur, dass du und deine Schwester, als ihr noch zu Hause wart, immer das gegessen habt, was wir gegessen haben. Und zwar ohne Ausrede. Würden Sie mir das Salz reichen? Sie hatte zum Frühstück Eier und jede Menge Obst. Ah, das erklärt dann wohl alles. Erklärt was? Sie war richtig wild heute Nachmittag im Park. Sie wollte einfach nicht auf mich hören. Wahrscheinlich wegen all dem Zucker. Dass Zucker Kinder hyperaktiv macht, ist übrigens ein Mythos. Laut einiger Studien. Die sind mit Sicherheit sehr interessant. Studien habe ich nie gelesen, nur Kinder großgezogen. Es ist nicht deine Schuld. Wie solltest du mitbekommen, was sie den ganzen Tag isst? Du bist ja nie zu Hause. Sorry, aber ich muss da rangehen. Sagen Sie, dass Sie mich brauchen. Jack hat keinen Tumor. Gott, ist ja furchtbar. Ich komme sofort. Als Meister ihm eine Lidocainspritze in den Rücken gab, waren die Ohrenschmerzen weg. Wir brauchen sie hier nicht. Wir müssen nur rausbekommen, wieso der Körper denkt, das Ohr sitzt am Rücken. Weil das Ohr mal was anderes war. Beim Embryo sind noch alle Zellen gleich und liegen dicht beieinander. Später entwickeln sie sich zu Zellen unterschiedlicher Spezialisierung. Manchmal geht dabei was schief und der Körper meldet Schmerzreize dem Gehirn nur von der alten Adresse. Übertragener Schmerz. Gutes Aussehen und Köpfchen. Sie haben mit der Injektion die Schmerzweiterleitung im Rückenmark blockiert. Wir müssen nur rausfinden, wo die Botschaft herkommt. Na, von der Schilddrüse. Hyperthyreose würde die Symptome erklären. Könnte auch die Leber sein. Wir sehen uns beides an. Nur fürs Protokoll. Schmerzübertragung schließt keine Infektion aus. Bei einer Aufgabe. Waren Sie schon so, als Sie für Ihren Abschluss in Mathe gelernt haben? Angenommen, Euklid wäre der Gastdozent gewesen. Hätten Sie dann vielleicht gesagt, den Satz des Pythagoras haben Sie ja nicht bewiesen. Hallo? Na dann. Mom? Danke, Liebes. Danke. Nehmen wir an, ihr zwei würdet heiraten. Würden Sie dann zum Judentum konvertieren? So weit sind wir noch nicht, Mom. Ich finde, das ist eine interessante Frage. Ich bin Atheist. Schatz, die Hälfte aller Juden, die ich kenne, sind Atheisten. Es geht um Gemeinschaft. Haus hält nicht so viel von Gemeinschaft. Und wieso nennst du ihn immer Haus? Der Vorname dieses Mannes ist Greg. Das wirkt so, als wär's dir nicht ernst. Ich versuch dir nur zu helfen, an die Zukunft zu denken. Du hast schon ein gewisses Alter. Da können wechselnde Partner nicht mehr so amüsant sein wie früher. Du solltest häuslich werden, wie deine Schwester. Häuslichkeit ist kein Garant für Zufriedenheit. Nächste Woche ist Sams Geburtstag. Ich wollte mit ihr in die Berge fahren. Das ist sehr traurig. Nur ist es vielleicht nicht die beste Themenwahl für einen festlichen Anlass. Ich möchte nur nicht, dass Rachel mit dem Gedanken heranwächst, du wärst ein Flittchen. Okay, lass nur. Fangen wir von vorne an, Mom. Oh mein Gott. Hast du sie betäubt? Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Sie wird in ein paar Stunden aufwachen und wieder ganz die Alte sein. Betrachte es als mein Geburtstagsgeschenk. Du hast verlangt, dass ich den Mund halte. Das war meine einzige Chance. Mal davon abgesehen, dass Haus ein Soziopath ist, muss ich zugeben, dass ich mich befreit fühle. Deine Mutter ist wirklich etwas anstrengend. Ich fühle... Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Du hast mir auch was gegeben. Sorry. Ich hatte gedacht, du würdest noch mehr nerven. Das war ein Geschenk an mich selbst. Ist das nicht schön?